Gehe ich lieber das Risiko nicht ein. Aber ich glaube, in 20 Jahren kann man das Spiel nicht mehr vernünftig spielen, zumindest das Gebiet hier, weil dann siehst du nirgendwo, wo es weitergeht, weil die Grafik so kacke ist. Ja, das fängt schon bei anderen Spielen an, ne? Cold War, sage ich schon. Ich frage mich bei Cold War, ob es wirklich Grafik ist oder ob es am HDMI-Kabel liegt, ne? Aber das Spiel sieht bei mir aus wie Modern Warfare 3, als ich einen HD-Fernseher hatte, ohne HDMI-Kabel. Liegt hier was? Ist hier Ja, da lag was, aber ich habe nicht mehr gesehen, was es war. Es war eine Waffe. Komische Spitzhacke oder so. Spitzhacke, sag ich. Speer. was? Der Speer. Na. Ja, Speermann, ja. Sperrmann. Keine Ahnung. Vor allem dadurch, das hab ich noch nicht gesagt, ne, dass bei mir dann auch bestimmte Texturen irgendwie so verputzt sind halt, ne, bei Cold War. Du hast es schon Ja, aber ich weiß mal nicht, wie ich es erklären soll. Das sieht aus wie diese. Du hast ja bestimmt Ape Escape bei mir gesehen, ne? Wie das aus. Oh, Elite Ritter Helm? Elite Ritter. Oh, die Rüstung, glaube ich, ist voll gut, oder nicht? Aber bestimmt schwer. Elite welchen? Ritter. Kannst ja gucken. Zieh da einfach an. Ja, hier Elite. passiert eh nicht viel. Das ist ja hier noch nicht das PvP-Gebiet. Das ist erst hinter diesem Tor. Elite-Ritter-Rüstung. Warte mal, 39 Schutz. 54, aber gut, ich habe das ja plus 5 gebracht. 11,7 ist das schwer. 9,0. Na gut, vielleicht muss ich das ja aufleveln oder so. Hast du deine Rüstung gelevelt, die dir... Oh. Ah, tja, was soll man sagen? Ich glaube, das war der Disconnect, weil mein Hub so. Ja, ihr wisst schon, mein Hub diese Art von Geschimmer hat, ne? Genau. Da ist der Disconnect, ne? Das heißt, gleich geht's weiter, wenn ich wieder verbunden bin. Also, bis gleich. So, bin ich wieder da. Hub ist auch da. Hat ein bisschen gedauert, ne? Weil, wie wisst ihr, O2 WLAN und ja. O2 steht für ich fick euch in den Arsch, ne? Deswegen hat es ein bisschen gedauert, bis ich wieder connected bin, aber jetzt bin ich wieder da und es kann weitergehen. Und ich hoffe mal, es ist da, wo ich letztes Mal ausgelockt wurde. Hoffentlich. Weil es ist ja immer so eine Sache mit dem Disconnect. Gut, Dark Souls ist zum Glück da nicht so nachtragend, aber Code Vein denkt sich so, nö. Einmal Disconnect und nicht speichern, ne? Gesamter Fortschritt kannst du dir nachschieben. Ja, während ich Ja, nicht der hier. ganze, aber der seitdem eine Sequenz kam oder irgend sowas, ne? Ja. Oder seitdem noch mal in den Mistel gegangen bist. Irgendwie So, ich stehe jetzt da. Kannst du noch mal zum Eingang kommen? wenn ich den Weg finde. Dann muss ich mal kurz hier gucken. Ja, weil hier sind sehr viele Ja, Bäume. genau, hier gehst du richtig. Ah, nee, das bist du ja nicht du. Ich bin Na, da. dann warte kurz. Ich bin da, wo der Eingang ist, ja. Da, wo das Wasser ist. Nee. Du musst ein bisschen weiter zurück, glaube ich. Wenn du das Wasser siehst, wenn du das Nee, Wasser meinst. warte kurz, warte. Jetzt bin ich da, wo das Wasser ist. Ja. Also bist Da du ist auch einfach im so eine Kreis leuchtende gelaufen, oder was? Blume. Ja, genau. Einmal Direkt an dem Baum, Kreisblau. ne? An so einem schmalen Baum. Ja. Ja, da setze ich mein Zeichen. Irgendwie Die sieht Zeit gibt es ein mein Charakter sieht Kessel wirklich nicht gerade so aus, als ob der auf der dieser Welt irgendwie eine Ahnung hat, was los, hier vorgeht, ne? Ah, dein das sehe ich. Charakter, Ja. Leute, bei dein mir ist Charakter. es auf dem Wasser. Jesus Christ! Ist das gemacht? Ich kann es über Wasser laufen. Das ist Jesusina.
Jesus F, ey. Pass auf, scheinbare Wand. Ja, ist klar, Alter. Achtung vor dir, Wunder. Wo ist Vorsicht, scheinbare Wand? Ja, stimmt, ist aber hier ist auch. Hier haben wir das ja auch Ja, gemacht. das passt eigentlich, weil da war ein Baum, den hast du einmal kaputtgeschlagen. Okay, dann mal hier. Ja, hier sind wir alle, sind alle besiegt, ne? Ja. Zumindest haben wir in dieser Welt. Jetzt überlege ich gerade, war jetzt hier nicht noch ein Gang? Nee, ne? Da hinten ist noch einer. Hm? Nee, ich habe nur das Wo? gesagt. Hier. Was ist das denn? Ein Zeichen? Oh, hier ist ein Zeichen. Ja. Wer ist das denn? Wer ist das denn? Hexe Beatrice. Na, brauchst du nicht mitnehmen. Aber die guckt mich schon so an, als ob die mitgenommen werden. Nimm Ja, mich. die hat's auch nötig. Ein Glück, das Spiel. Ist das Spiel ab 18 oder 16? Ab 16. Okay. Weil ab 18 hätte ich mir schon gut vorstellen können, was man mit den NPCs Das hätten auch machen können. ist kein GTA. Ja, schade. Saints Row ist kein GTA. Jetzt was angeht da. Oh, ich bin schwer heilen soll. Was sieht denn? Hier. Die Musik kenne ich auch von irgendwo her. Ah, okay, ich weiß nur. So, setz seinen Helm auf. Ja. Komm mal da weg. Ja. Oh. Schnell Helm aufsetzen. Hab schon. Ich. Okay. Hast du den Boss überhaupt gesehen? Ja, das sind Schmetterlinge gewesen. 12.000 habe ich Okay. bekommen. Ja. Wie viel hast du jetzt? Insgesamt? 23.000. Ja, dann geh wieder zum Schmied und kauf das Siegel. Ja, ich ziehe mal kurz erstmal den Helm an, weil bevor ich hier sterbe. Kann ich überhaupt sterben oder bleibt mein Ja, Helm klar. intakt? Nee, Danke. der killt dich. Soll ich mal Also den Gang die. weiter oder ist da ein Leuchtfeuer oder muss ich ganz zurücklaufen? Doch, geh den Gang weiter, da kannst du noch eine Treppe raufgehen, da liegt eine Glut. Ah, okay, gut, dann kann ich das ja auch zum Spiel bringen. Und ein Heimatknochen, glaube ich. Und dann kannst du ihn direkt benutzen. Stimmt, den muss ich auch mitnehmen, weil ich habe, glaube ich, keinen Heimatknochen mehr. Alter, sind das viele Treppen. Erstmal nochmal heim, ne? Da. Was haben wir so Schönes hier? Wachturm, Kellerschlüssel, göttliche Glut und Heimatknochen. Alles klar. Nichts anderes? Wachturm, Kellerschlüssel. Leute, ist das der Schmied? Ah, okay. Was denn? Der da sitzt und versteinert ist? Das ist auch nicht der erste. Als wir in den Katakomben waren, da war, das auch eine Glut aufgenommen. Ach Da, so, ja, wo die stimmt. ganz, wo das dunkel war und die ganzen großen Skelette waren, Ja, ich da weiß war gar nicht, auch aber ein das ist. Knie. Ich weiß aber nicht, dass es der Schmied ist. Da gibt's viele. Dann kommt dann nämlich schon Heimatknochen ab. Zurück zum Schmiede. Der letzten Die Schmiede sind quasi wie Feuerhahn. Minions. Davon gibt es eine ganze Menge, die alle gleich aussehen. So, bin ich hier? Finsterwoods Garten. Ja, jetzt teleportierst du dich zur Untotensiedlung und dann Stimmt. gehst du da zum Schmieden, kaufst den Dings und dann rennst du wieder hier hin. Ja, was hab ich denn jetzt gerade gemacht? Zu dem Leuchtfeuer. Teleportieren. Gemeinde der Untoten. Ja. Tote der Gemeinden. So derbe am Buckeln bei der Aufnahme schaffen, weil das ist wirklich nicht übertrieben ist, wenn ich das dann später Dings Ah, mache. es geht schon. Dann stellen sie halt die Geschwindigkeit auf 1,5-fach oder sowas. Dann geht das. Also nur in der Aufnahme ist es halt am Rücken, aber gut, das habe ich auch bei G. Oh.
Da unten, ne? Das Problem habe ich auch bei anderen Spielen gehabt. Ich meine, die anderen Aufnahmen haben auch angeblich gerückt, ne? Und da hast du, glaube ich, nichts gesehen, bisher nichts gemerkt. Nee, ich habe nichts gemerkt. Ja, das ist halt meistens so, aber am Ende ist alles gut. Doch am Ende ist alles gut. Ja, okay. Dann gucken wir mal. Gegenstand kaufen. Waffen reparieren, ne? Artillerie-Sachen. Ja, kaufen. Kann also, man das mehrmals kaufen? Einmal kaufen reicht. Ihr ja. Bastard. Willst du ein Messerstich? Nee, lieber nicht. Gut. Ach komm, so ein kleiner Stutzer reicht doch. Naja, der reicht auf jeden Fall, dann greift er dich an. Aber der hat nur so einen komischen Hammer. Ja gut, die liegen über Waffen, vielleicht ein Stutzer ist sogar. Nee, der boxt dann. Boxer. Aber dann kannst du nichts mehr aufwerten. Ja, stimmt. Guter Schmied. Ne? Aber der ist immer noch ein Schmiede. Ja, aber jeder Schmied kann nur eine bestimmte Art von Durchwirkung machen. Ach so. Es gibt einen für Zauber, einen für Göttliche, das ist der jetzt. Dann gibt es einen für Feuer. Und einen für die Bosswaffen. Und krude und abtrünnig oder irgendwie sowas. Okay, teleportieren dann jetzt. Zurück zum. War das denn mal? Jetzt musst du wieder zu Fuß gehen. Ach, zu Fuß? Achso, ich dachte, ich muss. Durch den Finsterwolfsgarten immer weiter geradeaus bis zum Leuchtfeuer. Oder du nimmst einen Heimkehrknochen. Du hast dich ja noch nicht rangesetzt. Dann nimm einen Heimkehrknochen. Kannst du bei dem Schmied Heimkehrknochen kaufen? Ja, leider bin ich schon hingesetzt, weil ich ein Dings wollte. Deportieren wollte. Ja, mach ich das auch. Zu Fuß ist es immer noch am schönsten. Oh, da kommt wieder so ein Baum auf mich zu. Ah. Ja. Nein, hau ab, Baum. Ich will nichts von der Natur wissen, ne? So. Das hier. Hier. Einfach geradeaus laufen, ne? Ja. Dann läufst du quasi aufs Leuchtfeuer zu. Ja. Die Bäume wollen mich jetzt hier noch angreifen. Ich weiß nicht. Alle, die da sind, ne? Ah, da ist die Tür, okay. Dann bin ich hier richtig. Setz dich vorher ins Leuchtfeuer. Ja. Da sind sogar drei Leute. Vorm Tor ist mein Zeichen. Okay. Warte mal hier, bis dein Zeichen kommt. Kann ich auch sagen, das ist der letzte Boss erstmal für heute, ne? Als es überhaupt einen Boss hinter dem Tor gibt. Dauert der jetzt wieder ein bisschen, bis sein Zeichen kommt? Vor dem Tor, ne? Da wo diese Steine, dieser Steinhaufen ist. Ja, ich warte. Also wenn du vor dem Tor stehst, der linke Steinhaufen, nicht der an der Wand. Ja, ja. Der Zeichen muss ja eh leuchten, diesen Gebiet hier. Hast du das Tor schon aufgemacht? Nee. Dann machen wir das Tor auf. Okay. Und jetzt? Warte. Geh da durch. Die Treppe runter und direkt am Fuß von der Treppe liegt mein Zeichen. Meinst du, weil wir den Boss besiegt haben, war dein Zeichen weg? Ja, ich glaube. Ja, manchmal, ja. Also direkt am Fuß von der Treppe. Und dann am besten auch nicht weitergehen. Ja,